Bananensahnetorte, Bierkuit nahe 2 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 75 Gramm Zucker, 1,5 Päckchen Vanillezucker, Sugemehl, 25 Gramm Speisestärke, 1,5 Esslöffel, Kakaopulver, 1,5 gestrichener TL Backpulver, Belag, 3 Esslöffel, Konfitüre, Klammer auf zum Beispiel Hirnbeere, Kirschaprikose, Klammer zu, 2 reife Bananen, Saft von 1,5 Zitrone, 2 G-Sahne, 2 Päckchen Sahne fertiger, 2 Päckchen Vanillezucker, Dekoration, fetthaltige Kakaoglasur, Klammer auf zum Beispiel von Ruf, Klammer zu, 2 Stück Butterkekse, Springform 20 cm, 0 Schwierigkeit, einfach Zubereitung, 35 Minuten Backzeit, in 1,5 Minuten 1, den Backofen auf 175, Klammer auf Umluft 155, Klammer zu, vorheizen, den Boden davon mit Backpapier auslegen, 2 für die Biskuitmasse die Eier trennen, Eiweiß steif schlagen, Eigelb hellcremig schlagen, dabei Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen. 3 Mehl mit Speisestärke, Kakaopulver und Backpulver mischen. Eischnee und etwas von der Mehlmischung zur Eigelbmasse geben und vorsichtig mit einem Teigschaber unterheben, nach und nach die übrige Mehlmischung darauf sieben und unterheben. 4 Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 15 Minuten backen. Herausnehmen, aus der Form lösen und auskühlen lassen. Dann das Backpapier abziehen. 5. Den Tortenboden mit Konfitüre bestreichen, die Bananen schälen, in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln, die Bananenscheiben auf dem Boden verteilen, 6. Die Sahne mit Sahne fertiger und Vanillezucker steif schlagen, die Torte am Rand dünn mit Sahne bestreichen, die übrige Sahne auf die Bananen geben und glatt verstreichen, 7. Für die Dekoration die Glasur nach Packungsanleitung erwärmen und auf die Sahne träufeln. Die Kekse an den Rand der Torte stellen, leicht andrücken. Am besten sofort servieren, da sonst die Kekse weich werden.